Bei Sturm der Liebe denkt Anna, dass Vincent mit Philipp endlich Frieden geschlossen hat. Doch Vincent fällt es zunehmend schwer, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Markus bringt ihn auf die Idee, dass Philipp vor ein paar Monaten für die Schwierigkeiten rund um Vincents Approbation verantwortlich war. Dieser konfrontiert seinen Kontrahenten damit. Markus will bei Vincent sein Fehlverhalten wiedergutmachen und macht ihm daraufhin ein unmoralisches Angebot. Zur gleichen Zeit provoziert Maxi Christoph beim Joggen und zieht ihn damit auf, dass er langsamer ist als sie. Als sie dann auch noch Angestellte des Hotels für ihre Studie gewinnen will, hat Christoph endgültig genug. Unterdessen ist Katja nach wie vor mit der Rettung ihres Weinguts beschäftigt. Als sie der kranken Anna einen Besuch abstattet, macht diese Katja einen überraschenden Vorschlag. Welcher das ist, zeigt die ARD am Donnerstag um 15:10 Uhr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe.